Hey Leute, willkommen wieder bei Ben der Meister und heute gibt es ein kleines Unboxing zu Home Sweet Home für die PlayStation 4. Ja, warum habe ich dieses Spiel? Dieses Spiel habe ich durch Weihnachten, da meine Freundin gesagt hat, ey Ben, ich will, dass du wieder Horrorspiele spielst, ich kauf dir mal ein Spiel. Und ich denke mir so, oh nein. Ja, was weiß ich über dieses Spiel? Ich weiß, dass es ein Horrorspiel ist, ich weiß, dass es mit VR spielbar ist und dass es für die PS4 ist. Viel mehr weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Spiel ist oder ein schlechtes Spiel. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich schau mal, was hier so draufsteht. Lüfte sie das Geheimnis? Da fehlt ein N. Lüfte sie das Geheimnis, bevor sie der Horror findet. Enthüllen sie die unheimlichen Geheimnisse basierend auf thailändischen Sagen und Mythen. Verstecken Sie sich vor blutrünstigen Geistern und überwinden Sie zahlreiche Rätsel und Gefahren durch geschickte Tarnung und dem Verstand als einziges Hilfsmittel. Home Sweet Home ist der erste Teil einer Serie von Horrorspielen. Oh, was kommt denn da noch? Da bin ich ja gespannt. Ja, also Rückseite sieht so hier aus. Da sieht man hier schon so ein gruseliges Gespinst herumflattern. Und sonst ist eigentlich nicht so viel zu sehen, außer irgendwie ein paar gruselige Gesichter, was ein bisschen an The Ring erinnert und irgend so ein Monster. Ja, eben mit VR spielbar, ein Spieler. Ich bin gespannt und ich schaue da jetzt nochmal mit euch rein, was da so Schönes drin ist. Und Leute, wenn das Video hier online kommt, ich weiß nicht genau, wie pünktlich ich das schaffe, aber es kann sein, dass es dann gleich noch einen Livestream dazu gibt. Wenn das Video jetzt hier zu spät kommt, dann war der Livestream schon und ihr könnt ihn gerne nachträglich ansehen. So, die Folie ist entfernt. Wir öffnen das Ganze mal. Geil, eine lose CD. Ja, die ist leider auf der anderen Seite. Wir schauen mal. Sieht dann so hier aus. Sehr unheimlich. Und dann haben wir hier noch so einen Zettel drin. Sonst dann leider nichts. Und auf diesem Zettel, der so aussieht. Alles klar. Alles in Englisch. Home Sweet Home kommt mit das und einer Buddha-Kult und okay, irgendwas mit einem Amulett, rote und weiße Strings, okay, heiliges Wasser, heilige Banane, da scheint es ja abzugehen. So Leute, das war mein kleines Video zu Home Sweet Home, der Livestream folgt wie gesagt und ich würde sagen, stürzen wir uns in die Action!